Es ist kein Geheimnis, dass die Geschichte von Michael Myers bereits seit über 40 Jahren auserzählt ist. Halloween von 2018 war überraschend gut, das gebe ich zu, aber im Endeffekt existieren bereits 11 andere Filme, die immer wieder das Gleiche erzählen. Stellt sich also die Frage, warum genau sollte ich mir jetzt Halloween Kills anschauen? Everything is really, really heightened in Halloween Kills. There's blood and knives. Ja, okay. It's a maelstrom of violence and fear. There's a huge body count in this movie. Okay. Ich bin offiziell neugierig. Michael Myers eviscerates everybody. Okay, ich bin überzeugt, ich schaue es mir ja schon an. Halloween Kills knüpft direkt an den Ereignissen von Halloween 2018 an. Dementsprechend gibt es keine Veränderungen des Casts, der Regie oder den Produzenten. Trotzdem stand für Regisseur David Gordon Green und Produzent Jason Blum nicht von Anfang an fest, dass es eine Halloween-Trilogie werden sollte. Die beiden wollten erstmal abwarten, wie ihre erste Interpretation ankommt, um sicherzugehen, dass a. die Fans nicht verärgert sind und b. ordentlich Reibach gemacht wird. Und mein Gott, diese Rechnung ging sowas von auf. Halloween von 2018 setzte einen neuen Rekord und ist bis heute der finanziell erfolgreichste Halloween-Film. Satte 255 Millionen Dollar spielte dieser Film ein. Eine absurd hohe Summe, vor allem für einen Horrorfilm. Mit einem breiten Grinsen verdoppelte das Studio sein Produktionsbudget von 10 auf 20 Millionen Dollar und gab David Gordon Green und seiner Crew freies Geleit für ihre Trilogie. Und ob Halloween Kills wirklich ein Maelstrom aus Gewalt, Eingeweiden und Angst ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Der Film knüpft direkt an das Ende von Halloween 2018 an und Cameron findet den angestochenen Deputy Frank. Danach kickt ein Flashback in die Halloween-Nacht von 1978 rein. Und auch wenn dieser Film ein von Originalität befreiter Fanservice-Circle-Jerk ist, muss man trotzdem anerkennen, wie beispiellos gut die Rückblenden inszeniert sind. Wie sehr die Flashbacks den Ton des Originals treffen, von den Frisuren über die Dialoge "Leg dich nie wieder mit den Mulaneys an" "We've got a badass over here" bis hin zum Look und der Cinematografie ist schon beeindruckend. Und da steckt eine Menge Liebe fürs Detail drin. Das Haus von Michael Myers wurde komplett nachgebaut. Man heuerte sogar einen Skulpteur an, der den exakt gleichen Baum nachmodellieren sollte, der im Original vor dem Haus steht. Das ist natürlich kein Vergleich zu den anderen Sequels, denen es einfach komplett egal war, wie ihr Michael Myers Haus aussieht. Eine kleine Hürde musste Regisseur David Gordon Green aber trotzdem überwinden. For a while we were gonna rebuild his house in a neighborhood, but then I was just thinking, we're gonna be shooting all night, every night in someone's neighborhood. Very aggressive, violent, screaming scenes. I don't think that's gonna go over well. Der junge Deputy Frank Hawkins und sein Partner jagen Michael Myers und durchsuchen sein Elternhaus. Michi überrascht sie und Frank schießt seinem Partner versehentlich in den Hals. Ups! Das ist doppelt ärgerlich, denn eigentlich ist er eine absolute Niete, wenn es um Treffgenauigkeit geht. Die nächsten Schüsse gehen nämlich alle daneben, obwohl Michael direkt vor ihm läuft. Er muss ihn aber auch gar nicht treffen, denn vor dem Haus haben sich bereits Polizisten versammelt, um Michael zu überwältigen. Und die können ihren Augen nicht trauen, als the one and only Michael dann wirklich aus dem Haus kommt. Er ist es. Das ist Michael Myers. Sag mal. Hat sich da gerade seine Stimme verändert, als er Michael Myers gesagt hat? Das ist Michael Myers. Mein Gott, ist der böse. Danach rennt Dr. Loomis in das Haus und fragt Hawkins, ob Michael wieder getötet hat. Junge, was? Der Bruce sieht genauso aus wie im Original. Wie haben die das hinbekommen? Der Schauspieler von Dr. Samuel Loomis, Donald Pleasance, ist 1995 gestorben. Zuerst hatte man überlegt, mit modernster 3D-Computertechnologie zu arbeiten, aber dann kam doch alles ganz anders. So we had this guy, Tom Jones, who's like our set construction guy. The second we walked on set, we said this guy looks like Loomis. My biggest fear was that once the makeup was on, he would look less like Donald Pleasance than when he did beforehand. Michael wird vor dem Haus von den Cops gestellt, Hawkins Kollege verblutet und das Intro knattert rein. Dieser Soundtrack, der wird auch nie langweilig. Wir sind zurück im Jahr 2018 und eine heitere Runde feiert gerade in einer Bar Halloween. Ein Glatzkopf geht an das Mikrofon und erzählt die Geschichte von Haddonfield und wie Michael Myers die Stadt mit seinen Morden vor 40 Jahren traumatisiert hat. Es stellt sich heraus, dass dieser Typ Tommy Doyle ist. Also der Junge, auf den Laurie Strode in der Halloween-Nacht von 1978 aufgepasst hat. Tommy hatte bereits in Halloween 6 einen Auftritt, damals spielte ihn aber Paul Rudd, aka Ant-Man. Was aber sowieso keine Rolle spielt, denn Halloween Kills ignoriert ja bekannterweise sämtliche Sequels außer dem Original. Mit Tommy am Start sind außerdem Lindsay Wallace, sie war in der Halloween-Nacht ebenfalls ein kleines Mädchen, auf das Laurie aufgepasst hat, und Marion Chambers, die ehemalige Assistentin von Dr. Loomis. Sie war bei dem Ausbruch von Michael Myers mit Dr. Loomis unterwegs und in Halloween H20 brach Michael in ihr Haus ein und tötete sie. Sowohl Lindsay als auch Marion werden von den Originalschauspielern gespielt. Und so sehr ich Fanservice auch schätze,
Diese Charaktere werden so unbeholfen und überstürzt etabliert wie der Wärmepumpengesetzentwurf der rot-grünen Bundesregierung. Ich meine, Tommy leuchtet sie wortwörtlich mit einem Scheinwerfer an, als er ihre Charaktere etabliert. Du kannst eine Exposition nicht forcierter und schwächer inszenieren. Somehow Palpatine returned. Wir schneiden zurück zu Laurie. Die hat eine Bauchwunde und macht sich mit ihrer Tochter Karen und Enkelin Allison auf den Weg zum Krankenhaus. Und boy, muss die glücklich sein. Schließlich hat sie es endlich geschafft, ihren Erzfeind zu erlegen. Denkt sie zumindest. Denn als die Frauengang wegfährt, kommt ein Feuerwehrauto angetuckert und beginnt, das brennende Haus zu löschen. Zurück im Haus gibt es eine einigermaßen nachvollziehbare Erklärung, wie Michael das Ganze überleben konnte. Ein Feuerwehrmann ist durch den Boden gekracht und aus diesem Loch konnte Michael dann entkommen. Unverzeihlich ist allerdings der Showdown zwischen Michael und den Feuerwehrmännern vor dem Haus. Michael switcht vom Stealth Assassin Killer in den John Wick Modus und pflügt wie ein Ackergaul durch die Atemschutzträger. Was schon erstaunlich ist, denn ich dachte immer, dass amerikanische Feuerwehrleute taffe Motherfucker sind. Vor allem waren die deutlich in der Überzahl und hatten Hämmer, Äxte und sogar eine Kreissäge. Und der Michi ledert die weg, als wären das kleine Mädchen bei einer Teeparty. Danke, David Gordon Green. Du hast mein Bild von heldenhaften amerikanischen Feuerwehrleuten nachhaltig beschädigt. Diese Szene beschädigt aber nicht nur mich, sondern den gesamten Film. Sie setzt nämlich den Ton für alles Weitere. Michael Myers mutiert ab jetzt zu einer unverwundbaren John Rambo-Killermaschine. Der Rest des Films ist eine substanzlose Aneinanderreihung von sehr brutalen und blutigen Kills und entfernt sich damit Lichtjahre von dem ruhigeren, mysteriöseren Michael Myers aus dem Film davor. Ich hatte selten so einen krassen WTF-Moment. Man sieht das und denkt sich nur, was? Das gehört noch zur selben Trilogie? Und nachdem der Michael jetzt Blut geleckt hat, ist der so richtig on fire. Versteht ihr, on fire? Weil der war ja wirklich in einem brennenden Haus drin gewesen und seine Maske ist dann auch verbrannt und so. Ja. Als nächstes knöpft sich Michael ein Ehepaar vor. Diese Mitte 50-jährigen Boomer sind gerade ganz casual dabei, das zu tun, was man in dem Alter eben so macht. Backflips mit einer Mini-Drohne ballern. Cowabunga, dudes. Michael setzt diesem cringen Storywriting schnell ein Ende und ersticht die Drohnenenthusiastin mit einer zerbrochenen Stabröhre. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich nach der korrekten Bezeichnung für dieses Glühbirnenkonstrukt gesucht habe. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das richtig benannt habe. Ist das jetzt eine Stabröhre? Ist das eine LED-Leuchte? Ist das eine längliche Glühbirne? Wo sind die Handwerker da draußen? Schreibt's mir in die Kommentare. Auch den Ehegatten erwischt es, aber mit dem ist Michael noch nicht fertig. Ähnlich wie in Halloween 2 sehen wir hier zum ersten Mal, dass Michael auch eine sadistische Seite in sich trägt. Er trapiert den Ehemann auf der Kücheninsel und treibt ihm nach und nach mehrere Messer in den Leib. Eine absolut groteske Szene und der einzige Moment im gesamten Film, in dem ich wirklich kurz gespürt habe, dass Michael das absolut Böse sein soll. In der Zwischenzeit erfahren die Partygäste in der Bar, dass Michael wieder Haddonfield unsicher macht. In der Nachrichtensendung wird unter anderem ein Bild von Bob Odenkirk gezeigt. Den hat Michael im Original an die Wand gespießt. David Gordon Green wollte ein Bild von ihm unbedingt in der Nachrichtensendung haben, allerdings gab es keine Aufnahmen mehr von dem Originalschauspieler von damals. Aus diesem Grund musste er improvisieren. So I googled Bob 70s High School and a photo of Bob Odenkirk popped up that looked just like Bob. So I thought, he's probably easier to find, let's go get him. And they contacted him and he signed off on the rights. I mean, come on. And I'm a huge Bob Odenkirk fan, so oh. When that opportunity was just too juicy to ignore. Aufgescheucht von den News gehen zwei unwichtige Nebencharaktere zu ihrem Auto, um nach Hause zu fahren. Allerdings fällt Marcus auf dem Weg nach draußen etwas auf. Scheiße, ich habe mein Stethoskop vergessen. Egal, wir müssen nach Hause. Lady hat es noch. Ich beeil mich. Hier. Vanessa steigt ins Auto, aber auf dem Rücksitz bewegt sich etwas. Sie stürmt heraus und erzählt allen, dass Michael Myers in ihrem Auto ist. Tommy ist direkt Feuer und Flamme und rekrutiert eine bierbäuchige Säufer-Dorfmiliz, um ihn fertig zu machen. Also im Endeffekt genau das, was auch in Halloween 4 passiert ist. Na los, kommt! Das Auto fährt los, baut aber einen Unfall und der Insasse haut ab. Und jeder Zuschauer weiß in diesem Moment natürlich, dass die Person im Auto unmöglich Michael Myers sein kann. Das ist Tommy aber ziemlich egal, der hat sich mittlerweile einen Baseballschläger geschnappt und will heute noch einen Homerun schlagen. Schöne Huckleberry und dann gute Nacht. Ah, Tommy, du musst noch ein bisschen was vom Meister lernen. Oh my goodness! Look at this! Look at my dirty girl. Danach lernen wir die neuen Bewohner von Michaels Elternhaus kennen. Big John und Little John. Oh, they call me Little John. Hey, but don't let my name fool you.
real life. Okay. Das will ich ungesehen jetzt einfach mal so glauben, aber diesen Little John meine ich nicht. Robin Hood and Little John walking through the fog. Es geht hier nicht um Little John aus Robin Hood, Mann. Little John. Ich dachte, wir sehen uns einen Film an. Genau um den geht es. Das Gay Couple macht sich gerade einen netten Halloween-Abend, da klingeln ein paar Drecksbelger an der Tür. Sie behaupten, dass einer von ihnen verletzt sei, in der Zwischenzeit zieht aber einer von der Lausebande die Süßigkeiten der John Boys ab. Spitzbuben. Als die beiden den Streich erkennen, machen sie den Kindern ein bisschen Angst. Er hat seiner Schwester die Titten aufgeschlitzt. In der Zwischenzeit ist Laurie im Krankenhaus angekommen und wird von den Ärzten wieder zusammengeflickt. Als Allison erfährt, dass Tommy einen Lynchmob zusammenstellt, will sie direkt mitmachen. Sie bilden Teams und eines davon besteht aus Lindsay, den beiden unwichtigen Nebencharakteren aus der Bar und Marion. Auf einem Spielplatz finden sie Michael. Der zerfleddert sie mit Leichtigkeit und das, obwohl die Schauspielerin von Marion ihr Handy am Set nicht ausgestellt hat. It's my granddaughter wanting to FaceTime me. Turning it off, boss. Marion wird abgestochen und besonders fies ist der Kill von Marcus. We did a really cool appliance with like a half blade sticking out, blood tubes, everything. It was a really elaborate makeup. We did a reverse kind of gag, shot parts of it in reverse. Yay. Vanessa will Michael erschießen, der stößt aber die Autotür auf, die knallt gegen Vanessas Hand und sie schießt sich selbst in den Kopf. Das ist verdammt dumm, aber überraschend unterhaltsam. Lindsay rennt in den Wald und glücklicherweise hat sie der Herr der Ringe gesehen, denn sie versteckt sich unter einer Baumwurzel, so wie die Hobbits, als die Ringgeister sie gejagt haben. Tommy kommt mit Backup zur Verstärkung und findet die Leichen der anderen. Und außerdem auch die Leichen von den Kindern, die Big und Little John vorher den Streich gespielt haben. Die tragen übrigens die Masken aus Halloween 3, was ein weiteres sehr nettes Easter Egg ist. Zur Erinnerung, Halloween 3 Season of the Witch sollte der Beginn einer Anthology-Serie werden, Michael Myers kommt darin überhaupt nicht vor. Dafür versorgt uns dieser Film aber mit reichlich Halloween-Masken und einem übelsten Ohrwurm-Jingle. Tommy bringt die verletzte Lindsay ins Krankenhaus und beginnt damit, seinen Lynchmob noch etwas auszubauen. Dabei verfallen die Bewohner von Haddonfield regelrecht in einen Fanatismus. Das Böse stirbt heute! Das Böse stirbt heute! Das Böse stirbt heute! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Moment mal. Da war das nicht eben... Ja, das ist er doch! Das ist doch Sheriff Brackett aus dem Original. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass sie die Knochen von Donald Pleasant nicht auch noch ausgebuddelt haben, um ihm in diesem Film auch noch ein Cameo zu geben. Halloween Kills drückt echt jeden der alten Charaktere nochmals in die Handlung, egal wie forciert das ist. Und so eben auch Sheriff Brackett. Der schleicht ein bisschen im Krankenhaus herum, hat aber keinerlei Relevanz für den Film. Abgesehen von seiner Funktion als Fanservice. Aber wenigstens hat er nach wie vor stolze Koteletten. Ach ja, und ein kleiner Funfact am Rande. Die Tochter von Sheriff Brackett stirbt ja im originalen Halloween. Darauf bezieht sich Sheriff Brackett auch in Halloween Kills. Dabei wird allerdings eine Szene aus Halloween 2 eingeblendet, die ja eigentlich überhaupt nicht Kanon ist in dieser Zeitlinie. Außer natürlich, Sheriff Brackett ist ein transdimensionales Wesen, das über mehrere Zeitlinien hinweg existiert. Der wütende Mob im Krankenhaus sieht einen Mitsträfling von Michael, der bei dem Busunfall ebenfalls entkommen ist. Er trägt keine Maske, trotzdem denken alle, dass er Michael ist. Sie jagen ihn grölend durch das Krankenhaus, bis er vor Angst aus einem Fenster springt und auf dem Asphalt zerschellt. Erst danach merken alle, upsi, das ist ja doch gar nicht Michael gewesen. Und glaubt mir, das ist noch viel, viel, viel dümmer, als ihr euch das gerade vorstellt. Der Übergang der Meute von normalen Bürgern zu einem geisteskranken, irrationalen Mob mit Mistgabeln und Fackeln kommt so plötzlich, ich habe selten so etwas Schwachsinniges gesehen. Man will uns hier erzählen, dass eine ganze Stadt nach 40 Jahren immer noch traumatisiert ist, weil ein random Dude drei Leute umgebracht hat. Junge, drei Leute? Du kannst froh sein, wenn nur drei Leute an einem Tag in einer amerikanischen Kleinstadt abgestochen werden. In Halloween 2018 wird das sogar wortwörtlich so ausgesprochen. Mal ehrlich, ein Typ, der rumrennt und auf ein paar Leute einsticht, ist jetzt wirklich nicht so wild. Die heutigen Maßstäbe sind einfach anders als früher. Halt einfach die Klappe, Dave. Prinzipiell finde ich die Idee, welchen Einfluss Traumen und das Böse auf normale Menschen haben kann, spannend. Aber das wird in Halloween Kills nicht nur oberflächlich und langweilig transportiert, sondern auch unfassbar plakativ. Hier ist keinerlei Transferwissen oder Reflexion der Zuschauer gefordert. David Gordon Green reibt uns das förmlich in die Fresse, so wie Teenager Clara Seal. Er hat's geschafft, uns alle in Monster zu verwandeln. Was? Wirklich? Gut, dass du es nochmal ausgesprochen hast. Ich selbst wäre da ja nie drauf gekommen. Trying to figure out
who the real monster is. Is it the boogeyman, or is there also a question of the reaction to terror and the reaction to violence? Gut, hätten wir das auch geklärt. Weiter im Text. Ihr fragt euch sicherlich, was Laurie währenddessen eigentlich gemacht hat. Die Antwort lautet: gar nichts. Die eiert ein bisschen durch das Krankenhaus, hält sich ihre Bauchwunde, aber ansonsten hat sie im gesamten Film überhaupt nichts zu tun. Sie unterhält sich dann mit dem schwerverletzten Deputy Hawkins und es gibt einen weiteren Flashback in das Jahr 1978. Es stellt sich heraus, dass Hawkins Michael gerettet hat, als Loomis ihn erschießen wollte. Viel interessanter ist aber, mit welcher Detailgenauigkeit die Crew die Originalmaske von Michael Myers in den Rückblenden inszeniert hat. Even some people were like, Chris, there's like a piece of hair swirl sticking up there. Could you mat that down? I'm like, oh. No, no, that has to be there. If it's not there, it's not the 78 shape. Allison, ihr Boyfriend und dessen Vater machen sich auf den Weg zu Michaels altem Elternhaus. Die haben nämlich herausgefunden, dass er dort wohl hingehen möchte, um aus dem Fenster seiner Schwester zu schauen, wie er es früher immer getan hat. Und sie haben recht, Michael ist dort schon angekommen und hat das Gay Couple bereits erlegt. Als die drei an dem Haus ankommen, entscheidet sich Cameron's Dad dafür, alleine das Haus zu betreten. Wir sehen uns hinter der Ziellinie, mein Großer. Michael schnappt ihn und verstaut ihn in der Dachbodenluke, bei den anderen ausgelutschten Horror-Tropes. Allison und Cameron gehen ebenfalls in das Haus und treffen schließlich auf Michael. Allison kann seinen Bauch aufschlitzen, poltert daraufhin aber die Treppe herunter. Danach muss sie dabei zusehen, wie Michael Cameron das Genick bricht. Als Michael auch ihr den Rest geben will, taucht plötzlich Karen auf und treibt ihm eine Mistgabel in den Rücken. Möglicherweise eine Anspielung auf den Mistgaben-Kill aus Halloween 5. Wir haben etwas vergessen. Ja. Karen klaut Michis Maske und rennt damit davon. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mir bei diesem Film denke, ne, das machen sie jetzt nicht wirklich. Denn Michaels echtes Gesicht haben wir so wirklich noch nie gesehen. In keinem der Sequels. Außer vielleicht im Remake von Rob Zombie, als er noch ein Kind war. Dementsprechend war ich doch etwas aufgeregt, ob es jetzt wohl soweit sein wird. Die Antwort lautet, jein. Sein Gesicht bleibt stets in der Unschärfe oder wir sehen es aus weiter Distanz. Ob sein Gesicht irgendwelche Emotionen hergibt, bleibt also weiterhin unklar. Was ich für eine gelungene Inszenierung halte, by the way. Karen rennt vor Michael weg und legt seine Maske auf die Straße. Als er sie aufhebt, merkt er zu spät, dass er in eine Falle gelaufen ist. Die verbleibenden Bürger von Haddonfield versammeln sich um ihn herum mit Knüppeln, Pistolen, Kanthölzern und Baseballschlägern. Die Szene ist untermalt mit einer dramatisierten und modernisierten Version des ikonischen Halloween-Scores und ich gebe zu, dass ich absolut Gänsehaut bekommen habe. Michael, der in der Falle sitzt, umringt von einem aufgebrachten Mob, der jetzt Selbstjustiz üben will. Besser könnte ich mir seinen Tod nicht vorstellen. Der Mob beginnt ihn zu verprügeln, er wehrt sich noch, bekommt aber 5 Schüsse in die Brust und geht zu Boden. Karen gibt ihm dann endgültig den Rest und treibt ihm sein Küchenmesser in die Wirbelsäule. Und damit ist Michael Myers endgültig besiegt. Ja, der Film hat seine Schwächen, aber das Ende ist schon verdammt badass. Ich könnte mir kein besseres Ende vorstellen als Michael Myers, der von einem aufgebrachten Mob zerfleddert wird. Bitte? Der überlebt das? Ja klar, Alter, wie soll der das überleben? Das kann er nur überleben, wenn der super... Oh nein. Erinnert ihr euch an meine Review zu Halloween 2018, als ich das hier gesagt habe? Der ist halt einfach ein kranker, schweigsamer Motherfucker, der in der Halloween-Nacht Amok gelaufen ist und jetzt im Knast sitzt. Das ist der Kern dieser Figur. Und da brauchen wir keinen übernatürlichen Hokuspokus. Übernatürlichen Hokuspokus. Naja, was soll ich sagen? David Gordon Green war offensichtlich der Meinung, dass wir doch übernatürlichen Hokuspokus brauchen. Ich dachte immer, Michael Myers wäre aus Fleisch und Blut. Je öfter er tötet, desto mehr verwandelt er sich in etwas, das unmöglich zu besiegen ist. Michael steht also wieder auf und metzelt sich dann im John Wick-Style durch die Stadtbewohner. Alle sterben, Tommy, Sheriff Brackett, sogar der Brew im Tigerkostüm. Es ist halt auch nicht Fasnacht, Junge. An Halloween verkleidet man sich nicht als Tiger. Und da jetzt etabliert ist, dass wir hier einen Über-Michael vor uns haben, demonstriert er direkt mal seine Teleportationsfähigkeiten. Karen befindet sich nämlich wieder in seinem Elternhaus und schaut an der gleichen Stelle aus dem Fenster, an der es Michi als Kind zu tun pflegte. Der kann sich ungesehen an den zahlreichen Polizisten vorbei teleportieren und ersticht schließlich Karen. Die geht zu Boden, verblutet und der Film endet. Gäbe es da nicht ein alternatives Ende? In der alternativen Fassung geht diese Szene noch einige Momente weiter. Ihr Handy beginnt zu klingeln, Michael nimmt ab und atmet in das Telefon.
Am anderen Ende ist Laurie, die direkt versteht, dass Michael Karen getötet hat und Michael jetzt verspricht, dass sie ihn finden und töten wird. Dieses Ende hat man aus der Kinofassung rausgeschmissen, damit nicht der Eindruck entsteht, dass der dritte Teil ebenfalls in der gleichen Halloween-Nacht spielt. Es gibt viel zu besprechen. Das Ende und der Plot-Twist, dass Michael übernatürliche Kräfte hat, geht mir gehörig gegen den Strich. Michael Myers wird dadurch eher entmystifiziert, als dass es ihn bedrohlicher machen würde. Ich kann aber natürlich nachvollziehen, warum man diesen Weg gehen möchte. Wir haben ja bereits verstanden, dass sich David Gordon Green an Motiven der alten Filme bedient. Und dass Michael Myers die wortwörtliche Ausgeburt des Bösen ist und der leibhaftige Spross eines satanistischen Druidenkults, hatte spätestens Halloween 6 von 1995 etabliert. Warum er sich jetzt aber genau diesen Aspekt rausgepickt hat und zum zentralen Plottwist des Films macht, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu naiv und dachte mir, dass sich die durchaus gespaltene Halloween-Fanbase wenigstens in einer Sache einig ist, nämlich dass Halloween 6 aus sehr vielen Gründen ein verdammt schlechter Film ist und gerade diese Sache mit den Superkräften hat Michael immer mehr geschadet, als es ihn als bedrohliche Figur weitergebracht hätte. Und obwohl mich das mies abfuckt, muss ich zugeben, bin ich verdammt gespannt darauf, wie das wohl in Halloween Ends aufgelöst wird. Davor gibt's aber erstmal das Fazit und die Bewertung. Es ist unfassbar, wie sehr dieser Film auf der Stelle tritt. Es passiert rein gar nichts. Der Film ließe sich zusammenfassen mit: Michael tötet random Leute. Und meine erste Vermutung war, dass dies gewollt ist. Als eine Art Tribut an all die Slasher-Sequels der 80er Jahre. Die haben diese Formel schließlich perfektioniert. Problem 1 daran, das hat damals schon nicht funktioniert und die Filme sind mieser Trash. Und Problem 2, ich glaube nicht, dass das wirklich die Intention war. Dafür gibt es zu viele Monologe aus dem Off, die ein bisschen zu bedeutungsschwanger daherkommen, um nur als Beiwerk gedacht worden zu sein. Prinzipiell ist die Thematik über das Böse und ob Michael Myers eine Verkörperung dessen ist, hochinteressant und bietet dutzende spannende Facetten. Halloween Kills webt das aber nicht klug oder originell in die Handlung ein, sondern kondensiert es auf den simpelsten Aspekt: Gewalt. Aber hey, keiner erwartet von einem Halloween-Film anspruchsvolles, gesellschaftskritisches Arthouse-Kino mit doppeltem Boden. Leider hat dieser Film halt überhaupt keinen Boden. Die Entscheidungen der Charaktere sind unglaublich dumm und nicht nachvollziehbar. Und es ist auch nicht mal spannend, weil alles nach Schema F abläuft. Michael betritt ein Haus, dann taucht er plötzlich auf und sticht jemanden ab. Naja, aber wenigstens wird Halloween Kills seinem Titel mehr als gerecht. Michael schnetzelt sich durch Scharen an Menschen. Es wird streckenweise verdammt grotesk und blutig. Wer Freude daran hat, wie Michael irgendwelche unausgegorene Nebencharaktere wegledert, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. Michael selbst finde ich hervorragend in Szene gesetzt, sehr gute Körpersprache, badass angekokelte Maske und sehr atmosphärisches Licht und Kameraführung, wenn er zur Tat schreitet. Ebenfalls beeindruckend waren die Rückblenden in das Jahr 1978. Da hat man es wahrhaftig geschafft, den Look eines 70er-Jahre-Films perfekt zu reproduzieren. Das kriselige Bild, die Kostüme, scheiße, sogar Dr. Loomis war wieder am Start. Halloween Kills ist fundamental anders als sein Vorgänger. Halloween von 2018 war ein charakterfokussiertes Familien-Horror-Drama. Halloween Kills stellt den Bodycount und die Gewalt in das Zentrum und ist ein klassischer Slasher-Film. Ich persönlich fand den ersten Teil deutlich besser und bin von der Fortsetzung sehr enttäuscht. Ich bin aber davon überzeugt, dass es genug Fans gibt, die das genau andersherum sehen. Halloween Kills befriedigt eine andere Facette des Halloween-Vermächtnisses und hat daher definitiv seine Existenzberechtigung. Wenn euch Halloween 2 von 1981 gefallen hat, wird es dieser Film auch tun. Ich persönlich empfand den Film als großen Rückschritt zu seinem Vorgänger. Bluthungrige Genre-Fans, die einen atmosphärischen Slasher-Streifen suchen, haben aber Grund zur Freude. Ich gebe Halloween Kills 5,8 von 10 Punkten. Noch mehr Halloween Reviews gibt es hier oben. Da unten gibt es noch ein anderes Video und ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Und heute habe ich eine konkrete Frage an euch. Was ist euer Go-To-Halloween-Kostüm? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Meines ist, wie man unschwer erkennen kann, natürlich Alex aus A Clockwork Orange. In diesem Sinn, habt ein schönes Halloween, nascht ein bisschen und wir sehen uns demnächst. Auf Wiedersehen.